Internistin Silvia Sommerfeld und Schwester Leandra bereiten die Entlassung eines Patienten vor. Die Tochter und der Enkel sind schon da, um den Rentner abzuholen. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, jetzt ist es soweit, Herr Hartung. Ja. Hallo, Herr Hartung. Wir haben eine gute Nachricht für mich, Frau Doktor. Ja, eine wunderbare Nachricht, Herr Hartung, ja. Also wir haben jetzt nochmal die neuen Laborwerte auch und es sieht alles sehr gut aus. Wir geben Ihnen noch die Medikamente mit für heute und für morgen, weil Sie müssen das, was Sie hier als Infusion hatten, das war das Antibiotikum, das nehmen Sie noch ein paar Tage weiter und gehen nochmal morgen zum Hausarzt, dass er es auch nochmal rezeptiert. Das werde ich natürlich machen, ganz klar. Ja, dann geht's dann können Sie nach Hause. Dann freue ich mich ja wirklich. Schwester Lea macht dann noch die Papiere fertig für Sie. Na, dann können Sie gleich Ihre Sachen packen. Und vielen Dank auch. Ja, gerne. Dann haben die mich operiert. Und dann haben die das herausoperiert. So, und die bekomme ich geschenkt. Und darf ich mir nach Hause nehmen. Da darf ich einfach als andenken. Und das ist gut. Ne? Ich habe ja selber einen kleinen Enkelsohn. Und dann will ich dir den auch mal zeigen. Na? So, toll, gell, Noah? Was es alles da gibt. Ne? Setz dich mal dahin, gut. Schatz. Ja, okay. Gut, dann würde ich die Papiere fertig machen. Ja. Und Sie können die so in der Viertelstunde halten. Können Sie nur eben mitkommen? Ja. Ja, weil da sind auch ein paar Dinge unklar. Okay, mach ich. Ich gehe die Papiere holen, Papa. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann geht's nach Hause. Ja, super. Zu dritt nach Hause. So, ich habe soweit auch schon eigentlich alles ausgefüllt. Um was geht's denn? Unfall, genau. Mit Unterlagen dabei. Wir fahren mal in den Behandlungsraum, ja? Zu uns wurde aus der Aufnahme der Herr Nies auf die innere Station gebracht. Der Herr Nies hatte einen Verkehrsunfall, hat sich in diesem Zusammenhang eine Platzwunde zugezogen am Schädel und er hat vor allem Gefühlsstörungen in den Füßen geklagt. Er hat ein taubes Gefühl in den Füßen heute Morgen gespürt. Das hat sich dann im Laufe des Vormittags verstärkt, aber er sah da keine große Gefahr drin, bis er dann das Taxi bremsen musste und das gelang ihm dann nicht mehr. Das gelang nicht. Er ist mit seinem Auto gegen einen Bus gefahren, einen Schulbus. Er hatte aber Gott sei Dank keinen Fahrgast. Das haben wir mitbekommen. Also es gab keinen Personenschaden. Nein. Was ist ihm denn passiert? Was war er jetzt unten schon in der Aufnahme? Ja, genau. Er war in hatte der Aufnahme. Eine Platzwunde. Richtig, das wurde genäht und es wurde geräumt und ein CT gemacht, aber ohne Befund. Ich war erstaunt, dass er zu uns auf die Innere verlegt wurde, weil zunächst für mich gar nicht ersichtlich war. Es war alles schon an Diagnostik gelaufen. Es war Halswirbelsäule, war geröntgt, ein CT des Schädels war gemacht. Und es fand sich kein Hinweis auf einen Bandscheibenvorfall. Von daher war ich zunächst mal etwas erstaunt, dass er zu uns auf die Innere kam. Ist das relevant? Letzte Woche hatte er mal hohes Fieber, das kam ganz plötzlich und ging auch so schnell, wie es kam, wieder. Ich habe dann auf ihn eingeredet, dass er noch zu Hause bleiben soll, sich ein bisschen schonen, aber das ich hatte keine Lobby, nein. Herr Nies, ich würde Sie gern mal hier zur Beobachtung lassen und dass wir da noch mal genauer hinschauen. Ja? Christian, könntest du mal schauen, ob wir noch ein Bett frei haben? Das mache ich, ja. Darf ich reinbleiben? Sie können da bleiben, selbstverständlich. Danke. Ja, danke. Und wir sehen uns dann morgen und dann schauen wir Sie noch mal ein bisschen ausführlicher an. Alles, was wir bis jetzt haben, können wir noch gar nichts groß dazu sagen. Es war alles in Ordnung, was untersucht wurde. Und morgen schauen wir noch mal weiter. Mhm. Ja? Okay. Tschüss. Okay, tschüss, danke schön. Gefühlsstörungen, Lähmungen können zum einen auf Nervenschädigungen durch Infektionen, zum Beispiel im Bereich des Gehirns oder auch im Bereich der Wirbelsäule, zurückzuführen sein oder auch auf Durchblutungsstörungen, wie zum Beispiel beim Schlaganfall. Es sollte sich herausstellen, dass es gute Gründe gab, weshalb er auf die Innere verlegt wurde. Silvia, komm mal schnell bitte. Gehen Sie mal kurz auf Seite, bitte. Ja. Der Junge kriegt schlecht Luft. Ist auch leicht zyanotisch. Schatz, was ist los? Was ist mit dir? Was ist denn passiert? Hm. Mach dir mal bitte den Mund ganz weit auf. Okay, sag mal A. Ja, noch mal A. Ja. Das klingt auch so komisch. Okay, pass auf. Ich schau jetzt mal in die Nase.
Ja. Mhm. Schatz, was denn? Wir müssen in der Nase noch mal brauchst gucken. Du, was? Du atmest mal durch den Mund. Ich brauche bitte meine Pinzette, Kompresse. Hol ich dir. Ja. Wir schauen uns die Nase noch mal ein bisschen genauer an, gell? Ist da irgendwas gewesen? Ich weiß nicht, ich war kurz eingenickt. Der Horst war mal auf Toilette. Und auf einmal röchelt er jetzt hier, der Noah so dann. Noah hat ganz schlecht Luft bekommen. Es fiel aber direkt auf, dass er nur noch durch den Mund atmen konnte. Also dass ganz offensichtlich die Nasenatmung behindert sein musste. Jetzt schau doch mal da, was wir da haben. Oh ja. Ai, ai, ai. Schau mal, was ist das denn? Hör mal, das kommt jetzt. Brauchst du noch eine andere Pinzette? Ja, Moment. Nein, Moment, alles Moment, gut. Moment, das sehe ich doch gerade. Oh, guck mal. Eine Kompresse? Nein, alles ist gut. Was? Nein, noch mal bitte. Noah hat sich die Gallensteine. Ich habe das gerade gesehen. Noah? Ja. Der hat sich hier die ganz ruhig halten. Ich wollte gerade sagen, die kommen mir so bekannt vor. Vor allen Dingen, es waren insgesamt vier. Sag mal, Noah, was ist das denn? Sind da jetzt noch mehr drin? Also, es waren vier. Zwei haben Sie, zwei haben wir. Alles gut. Also, sag mal, Noah, was war das denn jetzt? Wie kommen denn die Gallensteine zu dir in die Nase? Ich könnte sich mal anfühlen, wie sich die Steine im Körper anfühlen. Aber Noah, das sind keine Lego-Steine. Das kannst du dir nicht in die Nase stecken. Noah, das darfst du aber nicht noch mal machen, gell? Der Junge hatte sich die Gallensteine in die Nase gesteckt, so wie er sagte, weil er einfach körperlich spüren wollte, wie das ist, wenn man Gallensteine im Körper hat. Es ist allerdings auch eine normale Reaktion von Kindern in dem Alter. Die stopfen sich kleine Gegenstände in die Nase oder in die Ohren und noch kleiner dann halt in den Mund. Ja, ist ja Gott sei Dank nochmal gut. Sollen wir Ihnen die nochmal reinigen? Wollen Sie die wieder haben? Ich muss sagen, ich bin im Moment bedient. Ich gebe Ihnen die Steine. Dann tun Sie sie. Die Erinnerung möchte ich nicht noch mal haben. Okay. Ja? So. Kein Interesse mehr. Kein Interesse. Du gehst nicht mehr an und sagst, okay. Wenn ich aus dem Kanal rauskomme, dann kriegst du von mir ein Eis. Gut. Tschüss. Am nächsten Morgen schaut Dr. Sommerfeld direkt nach dem Taxifahrer. Sein Zustand hat sich besorgniserregend verschlechtert. Weitere Untersuchungen sind dringend nötig. Das Kribbeln ist jetzt in beiden Beinen. Gestern waren es ja nur die Füße, ne? Und jetzt sind es beide Beine. Jetzt sind es beide Beine. Wir schauen uns mal die Beine an. Drücken Sie mal auf, ja, nicht erschrecken. Spüren Sie das, wenn ich da lang komme? Gar nicht oder wenig? Gar nichts. Auf der Seite? Genauso? Ja. Wie ist es hier oben? Da wird es wieder besser. Ein bisschen, ja. Und da kribbelt es auch. Da, also, wir stehen da auch im Moment noch vor einem Rätsel. Sagen Sie, was machen Sie denn beruflich, Herr Nies? Also, ich bin Taxifahrer hier in Köln. Ja, ich habe ihm auch vor kurzem gesagt, er soll endlich mal kürzer treten und mal ein bisschen auf sich achten. Aber ja, also, er hört ja nicht auf mich. Es ging jetzt, du weißt genau, es ist Messe, da musst du fahren, das weißt du doch. Da kann man nicht ausfallen, Messe. Wo kommen die denn her, die Fahrgäste? Ja, im Moment ist die Messe ja viel mit afrikanischen Gästen und... Ja, die Ursachensuche bei Herrn Nies gestaltete sich insofern als schwierig, dass man zunächst einmal aufgrund der Symptomatik vermutet hätte, er hat mit der Halswirbelsäule ein Problem, aber so war dem nicht. Das war ja schon von Anfang an ausgeschlossen. Und dann stellte sich heraus, dass er in der Vergangenheit mal Fieber gehabt hatte, aber ansonsten gab die Anamnese eigentlich auch nichts her. Trotzdem hat Dr. Silvia Sommerfeld einen vagen Verdacht und will deshalb einen Blick in den Impfpass des 51-Jährigen werfen. Sollte sich ihre Vermutung bestätigen, besteht größte Gefahr. Hier sehe ich Poliomyelitis, also Kinderlähmung. Da gab es mal eine Impfung und es war auch ein Termin für die zweite vorgesehen und die hat nie stattgefunden. Oha. Das heißt, der Impfschutz ist unvollständig. Sie haben keinen vollständigen Impfschutz gegen Kinderlähmung. Könnte das heißen, dass er Kinderlähmung hat? Könnte es heißen, ja. Das könnte das heißen. Also, falls das noch zur Sprache kommt, ich bin geimpft. Sie sind geimpft, Sie wissen das auch genau. Ja. Sie haben auch wirklich drei Impfungen gehabt. Ja. Herr Nies, ich möchte Sie gerne auf Intensiv verlegen, auf die Intensivstation. Weil das ist jetzt, und außerdem müssen wir Sie isolieren. Weil es steht der Verdacht im Raum. Es heißt noch nicht, dass Sie das haben, aber der Verdacht steht im Raum.
Wir brauchen, damit wir das sicher wissen, erstmal weitere Untersuchungen. Wir müssen Lumbalpunktion anmelden. Also wir werden Rückenmark gewinnen und werden Rückenmarkswasser untersuchen. Und sie werden wir aber jetzt umgehend isolieren und auf die Intensivstation. Kann das sein, dass ich mich bei irgendeinem Fahrgast angesteckt habe? Kann es das sein? Das kann durchaus sein. Bei uns in Deutschland ist ja eigentlich die Kinderlähmung so gut wie ausgestorben. Aber im Ausland nicht so ganz. Und es kann durchaus sein, dass sie sich da angesteckt haben. Die Poliomyelitis ist eine extrem gefährliche Erkrankung. In den Jahren 1953 und 1954 sind ganz viele Menschen erkrankt. Es gab eine Epidemie damals. 10.000 sind verstorben in Deutschland. Die Poliomyelitis, also die Kinderlähmung, ist eine Erkrankung, die es eigentlich in Deutschland schon als ausgerottet galt. Dies hat sich aber geändert in den letzten Jahren. Durch die vielen Reisen ist es so, dass das schon aus dem Ausland auch öfter mal eingeschleppt wird. Polio gibt es zum Beispiel auch in Osteuropa noch heute. Und Herr Nies war da besonders gefährdet durch seinen internationalen Kontakt, den er als Taxifahrer ja hat. Solange nicht geklärt ist, ob eine Kinderlähmung vorliegt, darf der Mann nur noch mit geimpften Menschen Kontakt haben. Am nächsten Morgen besucht die Ärztin ihren Patienten auf der Intensivstation. Sagen Sie mal, hatten Sie in der Vergangenheit mal einen Infekt? Magen, Darm, war da irgendwas? Nein. Sie haben gesagt, einmal war mal Fieber. Du weißt doch, wo ich das Hähnchen gegessen habe, da war mir so kurz übel danach. Stimmt. Aber wie lange ist das her, Marianne? 2-3 Wochen so? Ja. Etwa? Ja, ja. Das passt. Wir haben nämlich mittlerweile auch das Ergebnis. Wir haben das Ergebnis von der Lumbalpunktion. Ja, und Sie haben wirklich, Sie haben eine Erkrankung, die nennt sich Guillain-Barré-Syndrom. Wie bitte? Ja, Guillain-Barré-Syndrom nennt sich das. Und das ist eine Erkrankung, die tritt auf im Zusammenhang mit bakteriellen Infektionen oder Virusinfektionen. Okay. Und unter anderem ganz oft Campylobacter, und das passt zu dem Hähnchen. Das sind Mikroben, die haben sie oft im Hähnchen. Und wenn das nicht richtig unter hygienischen Bedingungen zubereitet wird, passiert es ganz schnell. Und als Folge dieser Infektion entwickelt sich dann oft dieses Syndrom, was sie auch haben. Das heißt also, die Lähmung passt da dazu? Passt da dazu, okay. Ja, das passt da dazu, das ist so. Es ist nämlich auch eine Erkrankung, die betrifft die Nervenzellen und die Nervenganglien. Und das heilt völlig aus? Es ist so, in 2/3 aller Fälle heilt es völlig aus. Und wir hoffen jetzt mal, dass das bei Ihnen auch der Fall sein wird. Wir haben hochdosiert Cortison gegeben und das wird er auch noch eine ganze Weile weiternehmen müssen. Und er wird auch noch eine ganze Weile stationär bleiben müssen, einfach um den weiteren Verlauf zu sehen. Wir sind auf einem guten Weg, wirklich. Aber wir dürfen trotz alledem die Polioimpfung nicht vergessen. Ja, weil gefährdet sind sie natürlich schon. Ja, sie sind wirklich gefährdet, wenn sie keinen Impfschutz haben. Wenn das jetzt ja schon angesprochen ist, dann musst du das bitte jetzt auch noch natürlich übergehen lassen. Ja, klar, ist doch klar. Der Taxifahrer musste noch 8 Wochen in der Klinik bleiben. Inzwischen ist er beschwerdefrei und hat keine Folgeschäden zu erwarten. Die Klinik hat den Fall dem Gesundheitsamt gemeldet. Daraufhin wurde der Imbiss, in dem der Mann das Hähnchen gegessen hatte, wegen Hygienemängel geschlossen.